Heute sprechen wir über die gekränkte Freiheit. Was haben Corona-Proteste mit Freiheit und Liberalismus zu tun? Herzlich willkommen zu einer Spezialsendung von Meyer Wermuth. Ohne Meyer, dafür mit Nachtwey. Ich habe heute die Ehre, in dieser Sondersendung ein Gespräch zu führen mit Oliver Nachtwey, Professor und Doktor an der Universität Basel, der dieses Buch geschrieben hat, zusammen mit Caroline Amliger, «Gekränkte Freiheit», das uns erklären soll, weshalb es in der Corona-Zeit so viele, so laute Proteste gab. Herzlich willkommen, Oliver Nachtwey. Herzlichen Dank, nimmst du dir die Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ganz kurz zu dir. Du hast in Deutschland Wirtschaft studiert ursprünglich und bist seit 2017 Professor für Sozialstrukturanalyse an der Uni Basel. Darf man das, zuerst Wirtschaft studieren und dann Soziologieprofessor werden? Ja, ich finde es ja sogar ganz gut. Kenne ich mich auch in der Ökonomie ein wenig aus. Ich habe ja auch bei Bernd Lucke studiert, dem wusste ich gar nicht. Beim Gründer der AfD. Beim Gründer der AfD. Also hat mir viel geholfen. Nicht in meinen Ökonomiekenntnissen zwangsläufig, aber mit dem Mindset. Ehrlicherweise muss man sogar sagen, dass der Bernd Lucke jetzt als Professor ein ganz anständiger Mensch eigentlich war. Die Radikalisierung hat dann später stattgefunden. Aber ich finde es gut, dass ich bestimmte ökonomische Kenntnisse habe. Ich habe auch viele Sachen gelernt, die ich jetzt nicht mehr brauche. Aber die Soziologie ist ja auch nicht schlechter, wenn sie auch ein bisschen Ökonomie betreibt. Und wie kommt man dann von der Volkswirtschaft zur Soziologie? Was hat das ausgelöst? Zufall. Ja, wirklich? Ja. Ich wollte tatsächlich nach meinem Studium, ich war mir nicht ganz sicher, ich hatte erst überlegt, ein Buch über die Globalisierungstheorie von Karl Marx zu schreiben. Nämlich im Kapital hat er schon sehr viel antizipiert darüber, wie Weltwirtschaft, auch internationale Arbeitsteilung funktioniert. Und als ich mein Studium abgeschlossen hatte, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, da war diese Globalisierungsdebatte sehr, sehr stark und sehr prominent. Oder die zweite Wahl war, ich wollte tatsächlich Ökonom bei den Gewerkschaften werden. Ja, in Deutschland, beim DGB. Genau. Ich war aber dann in sozialen Bewegungen aktiv, bei ATTAC, und damals war die Distanz zu den sozialen Bewegungen noch deutlich größer als heute vor 20 Jahren. Sprich, ich habe den Job nicht gekriegt. Also du hast dich tatsächlich beworben bei der Gewerkschaft? Ja, ich habe mich beworben, ich habe den Job nicht gekriegt. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich mache was anderes, und hatte dann diese Dissertation ins Auge gefasst, und dann kam irgendjemand und sagte, vielleicht nicht diese Dissertation, aber du beschäftigst dich doch auch mit der Sozialdemokratie. Und da ist gerade ein Stipendium frei geworden. Willst du dich darauf nicht bewerben? Und ich habe mich darauf beworben, den Job habe ich bekommen. Und dann hat das Stockholm-Syndrom sehr schnell gegriffen. Das heißt, ich war verloren an die Politikwissenschaft und die Soziologie. Das war sehr, sehr, sehr hybrid. Und habe die ganze Ökonomie ein bisschen zur Seite geschoben und habe mich dann 3 Jahre lang in die Parteiprogramme der Labour Party und der deutschen Sozialdemokratie und in die Geschichte der politischen Ökonomie der Länder der Wohlfahrtsstaaten vertieft. Und das war eine irre schöne Erfahrung, auch anstrengend. Und am Ende war ich dann vom Ökonomen zum Soziologen mutiert. Aber das sage ich ja auch den Studierenden in Basel. Das Studium gibt dir bestimmte Kompetenzen und die sind auch wichtig. Aber am Ende ist ein Studium auch das Lernen zu lernen. Und das heißt, ich hatte ein Studium und wusste, wie ich systematisch mit Themen aneigne. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und bis heute bin ich damit über eigentlich ganz zufrieden, zum Soziologen geworden zu sein, und schaue aber jetzt auch gar nicht sagen wehmütig zurück auf die Ökonomie, sondern immer noch interessiert. Und du beschäftigst dich auch mit Wirtschaftspolitik in verschiedenen Bereichen, hast du auch gesagt, ganz kurz vielleicht, was hast du denn rausgefunden über die deutsche Sozialdemokratie, wenn wir schon beim Thema sind? Naja, ich fand es wirklich faszinierend, Rudolf Hilferding, ja, also war ein ganz bekannter Marxist in den
10er und 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat er ein Buch geschrieben, Das Finanzkapital, für jeden, der sich mit dem Börsengeschehen beschäftigt, ein hochfaszinierendes Buch und Hilferding hat in der Zeit sehr starke Demokratisierungstheorien entwickelt und hatte dann auch Ideen von einem Generalkartell, gesagt, die Banken werden immer größer und wenn die 12 Berliner Banken, wenn die so bleiben und dann die Sozialdemokratie in die Macht kommt, weil die Arbeiterklasse immer bewusster wird, dann müssen wir die nur noch vergesellschaften und dann haben wir den Sozialismus. Dann ist das Paradies da. Ja. Bekanntlich ist es dazu nicht gekommen. und noch schwerwiegender, die Ideen, die wir jetzt mit John Maynard Keynes verbinden, das heißt eine staatliche Interventionspolitik, die kannte Hilferding noch nicht, die kannte damals noch niemand. Und er hat im Grunde das gemacht, was wir heute als Austerität bezeichnen. Das heißt, er hat versucht zu sparen in der Krise. Mhm. Und war dadurch als Finanzminister nicht besonders hilfreich für die Krise der 20er Jahre. Und das, was mich danach sehr beschäftigt hat, war die Transformation von einer erstmal antikapitalistischen Partei zu einer Partei, die sich irgendwie mit den Märkten arrangiert. Also du sprichst von der SPD. Genau, ich spreche von der SPD. Die britische Labour Party hatte sich eigentlich schon immer mit den Märkten arrangiert. Also die war viel stärker trade-unionistischer, das heißt, sie hat versucht, Arbeiterinnen das Leben besser in der Marktgesellschaft zu machen. Und die Sozialdemokratie wollte erst noch die Marktgesellschaft überwinden, einen demokratischen Sozialismus haben und hat sich dann damit arrangiert. Und das war dann das sogenannte Godesberger Programm. Und da gibt es einen berühmten Satz. Das heißt, so viel Staat wie möglich, aber auch so viel Markt, so viel Staat wie nötig und so viel Markt wie möglich. Und das war aber auch so, dass der sozialpolitische Impetus. Aber es war, und deshalb, es war ein Produktivismus, so nenne ich das, also in meiner Situation. Das heißt, man hat versucht, Markt und Sozialpolitik miteinander zu versöhnen. Und man darf ja nicht vergessen, der Sozialstaat hat ja auch etwas Positives für die Wettbewerbsfähigkeit. Hygienemaßnahmen. Schon in der Bismarck-Zeit in Deutschland waren sehr, sehr wichtig, um eine gesunde Arbeiterinnenklasse zu haben, die in den Fabriken geht. Die produktiv bleibt, weil sie nicht ausfällt. Genau. Also deshalb gab es auch immer von der bürgerlichen Seite durchaus Leute, die das dann mitgetragen haben. Aber am Ende hat sich in der Sozialdemokratie, gerade bei der Agenda 2010, das war ein sehr großes Kürzungsprogramm im Jahre 2003, 2005, das war mein Ausgangspunkt, dieses Verhältnis oder diese Idee, den Markt im Grunde sozialpolitisch abzufedern und einzuhegen, so verändert, dass es auf dem Kopf stand. Nämlich man hat gesagt, der Sozialstaat ist nicht mehr dazu da, um den Markt einzuhegen, sondern er ist wirklich ein Mittel für den Markt, um die Arbeitslosen zu mobilisieren. Das um ihnen ein bisschen aktivierende Arbeitsmarktpolitik. Man könnte auch sagen, um ihnen ein bisschen Angst zu machen. Ja, damit sie schneller wieder auch schlechter bezahlte Arbeit finden. Hat sich für Deutschland in dieser Logik aber auch in gewisser Weise auch gelohnt. Der Tieflohnsektor hat das Land wirklich auch bis zu einem gewissen Grad wettbewerbsfähig gemacht. Nicht, dass ich das positiv beurteilen will, aber das war das deutsche Rezept durch die Krise. Jein. Und zwar? Also darüber wird sich immer noch gestritten. Ja. und soweit ich es verstehe und mich in der Literatur auskenne, ist der Effekt der Agenda 2010 relativ gering. Also wird politisch übersetzt, würdest du sagen? Ja, also es hat sehr viel damit zu tun, und da sind wir wieder beim Thema Globalisierung, mit der Osterweiterung. Und das darf man nicht, das wird also sehr, sehr stark. Dass die DDR sich aufgelöst hat und Teil. Ja, nee, auch mit der gesamteuropäischen. Der europäischen, okay. Genau, und ja. Man muss sich das halt vorstellen, also mit der Osterweiterung und China, wenn man so will. Und das heißt, gerade in Polen, Rumänien, Bulgarien hat die deutsche Autoindustrie sehr viele sehr gut ausgebildete Arbeiterinnen vorgefunden, auch neue Märkte. Aber vor allen Dingen haben sie dort deutlich günstiger Vorleistungen beziehen können. Und das hat der deutschen Automobilindustrie, aber auch dem deutschen Maschinenbau einen unheimlichen Kostenvorteil international gebracht. Und da war jetzt der Kostenvorteil, den sie durch den Niedriglohnsektor dann hatten, relativ gering, weil die internationale Wettbewerbsfähigkeit, die wird eher durch das
Lohnpreisniveau auf dem Facharbeiterlevel. Aber bestimmt. Das wäre ja, das ist ja, diese These tut ja doppelt weh, weil damit das Einzige, was sich Rot-Grün quasi noch als Erfolg auf die Fahne schreibt, aber nachvollziehbarerweise auch viel ihrer Massenbasis zerstört hat, ein Pyrrhus-Effekt war, würdest du sagen? Ja. Ein Pyrrhus-Sieg. Deutschland. Unschön. Ja, also man hat sich sehr stark von seiner eigenen Basis entfernt. Die SPD hat sich gespalten in die SPD ja, und die Linke. Und der Effekt durch mehr Flexibilität des atmenden Unternehmens, der war gar nicht so stark da, sondern Deutschland hatte tatsächlich schon sehr starke Anpassungsleistung auch die Wirtschaft vorher gemacht. Das Problem ist nur, wenn eine Wirtschaft sich verändert und anpasst an neue wirtschaftliche Gegebenheiten, bis die Effekte sichtbar sind, das dauert ein paar Jahre. Und im Grunde hat die SPD diese Maßnahmen ergriffen, als die deutsche Wirtschaft schon wieder auf einem Erholungspfad war oder diese Anzeichen dann da waren. Korrelation und nicht Kausalität. Und dann kam auch noch so etwas dazu, wie die Öffnung in China. Und wenn man sich dann anschaut, woher kommen denn die Gewinne von VW, Porsche, BMW, dem ganzen Maschinenbau? Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass im globalen Süden auch eine neue Mittelklasse entstanden ist und eine starke Industrialisierung entstanden ist. Und da hatte Deutschland sehr starke komparative Vorteile einfach durch eine spezifische Industriestruktur, die diese Länder brauchten. Brauchten, aber auch als Konsumgüter haben wollten. Und das war für die deutsche Wirtschaft ein ungemeiner Glücksfall. Keine Ökonomie in Europa oder weltweit war so dafür gerüstet für dieses Element. Und dann kam noch ein zweites Element dazu, und das war dann die Finanzkrise 2008 bis 2010. Und da spielte das schon eine gewisse Rolle, weil der deutsche Arbeitsmarkt flexibler ist. Und es gibt ein wichtiges Instrument, was man vielleicht woanders nicht so stark kennt, ist das sogenannte Kurzarbeitergeld. Ja, haben wir etwas Ähnliches. Aber beim Kurzarbeitergeld werden die Leute in einer Krise nicht entlassen, sondern einfach werden die Stellenprozente runtergefahren und es gibt quasi eine Ersatzleistung vom Staat. Und in Spanien und anderen Ländern wurden während der Krise, mussten Leute entlassen werden. In dem Moment, wo die Wirtschaft wieder angezogen hat, konnten aber deutsche Unternehmen, ich verkürze es jetzt etwas drastisch, im Grunde die Märkte der anderen relativ schnell und gut übernehmen, weil sie ihre Produktion, die Beschäftigten waren ja alle noch da und verfügbar, relativ schnell nach oben skalieren konnten. Während die spanischen und italienischen Konkurrenten mussten erstmal wieder die neuen Beschäftigten suchen, die vielleicht woanders waren. Über die Sozialdemokratie in Deutschland wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, aber vielleicht hat es dann einen Zusammenhang damit mit dem, was wir hier besprechen. Diese, wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, diese Widersprüchlichkeit der Moderne und auch damit so ein bisschen dieses Aufkommen von rechten Verschwörungstheorien, das beschäftigt ja nicht erst seit diesem Buch, das war schon länger. Woher kommt das Interesse daran? Ja, ich selbst war ja auch in sozialen Bewegungen aktiv und habe mich immer antifaschistisch engagiert. Ich komme aus einem Dorf, wo die Nazis direkt gegenüber gewohnt haben. Und das war keine schöne Erfahrung. Und die Nazis waren dann auch gleichzeitig Polizisten. Eine noch weniger schöne Erfahrung. Genau, oder beim SEK. Also sagen beim Sondereinsatzkommando. Mhm. Und die anderen auch. Also das eine Spezialtruppe der Polizei. Genau, und das war für mich schon eine sehr prägende Erfahrung. Die waren dann auf der anderen Seite der Demo, heißt das? Nee, die waren auf der anderen Seite der Straße, wo ich gewohnt habe. Und ich sag mal, das sensibilisiert natürlich für so etwas. Und ja, in Deutschland, in den 90er Jahren, dort wo ich aufgewachsen bin, haben plötzlich wieder die Asylbewerberheime gebrannt. Das war eine Phase, also da wo man so in die Pubertät kommt und sich für Politik zu interessieren hat, da gab es wirklich einen massiven Aufschwung von Rassismus, auch Demonstrationen dagegen. Und ich hatte die Nazis direkt vor der Tür oder im Dorf und das hat mich sehr, sehr umgetrieben. Aber ich hatte auch immer in den linken Bewegungen oder in den sozialen Bewegungen, wo ich dann war, eine gewisse Sensibilität dafür, dass das dann auch nicht mal alles erst rein war. Mhm. Und das hat mich schon immer fasziniert, dass Kritik nie so textbuchmäßig funktioniert. Und dann war ich später auch in der globalisierungskritischen Bewegung aktiv. Und das war auch sozusagen die eigene Metamorphose. Also ich habe da immer noch
sagen, ich schaue da noch immer hin, aber irgendwann kann man nicht mehr beides sein, Wissenschaftler und Aktivist, da muss man sich entscheiden. Aber da habe ich dieses Element schon immer gesehen, dass Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen protestieren, manchmal mit den richtigen Gründen protestieren und die falschen Argumente bringen. Mhm. Und das hat man jetzt hier auch bei den Corona-Demonstrationen gesehen. Und das hat mich immer beschäftigt. Also jetzt auch in meiner wissenschaftlichen Laufbahn mehr, wo ich es mir halt eher angeschaut habe und nicht mehr mitgemacht habe, nämlich warum protestieren Menschen und warum protestieren sie vor allen Dingen, das interessiert mich am meisten, in Bahnen, die wir für etwas ungewöhnlich halten und wo wir erstmal stutzen. Zum Beispiel habe ich mir sehr genau die Occupy-Proteste angeschaut. Das war so in die erste Bewegung. Das war eine Bewegung, die auch 2008, 2009 entstanden ist. Die haben New York in Zuccotti Park besetzt. Das ist natürlich sehr, sehr mythisch in den sozialen Bewegungen, gerade der Zuccotti Park. Und wenn man dann nach New York fährt, dann findet man den erst gar nicht, weil das wirklich so ein kleiner Ort neben der Wall Street ist. Aber da haben dann berühmte Intellektuelle gesprochen, David Graeber, Slavoj Žižek. Und das war so ein kleiner Aufbruch. Also dass diese wochenlangen Zeltcamps. Genau. Und eine Rückeroberung des Platzes in der Stadt. Die Städte wurden immer mehr verdichtet, wurden aus der Sicht der Protestierenden immer mehr dem Kapital überantwortet, dass sich das dann eingemeindet hat und es gab keinen Ort von Freiraum, von Demokratie. Und dann hat ja auch so jemand wie Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger, Ökonom, einen Text in Vanity Fair verrückterweise geschrieben. Aber also, ja, in einer Modezeitschrift. Also was sieht das? Eine Kleb? Ja, so eine. Ja, so eine gut gemachte Modezeitschrift, hat er gesagt. Und hat dann einen Text geschrieben über die 1%. Und hat gesagt, die Politik ist im Grunde eine Politik von den 1% für die 1%. Und wenn man sich jetzt die Anzahl der Millionäre im amerikanischen Senat anschaut oder in der amerikanischen Spitzenpolitik, dann sind die alle im Senat quasi. Ja. Also die haben mehr Millionäre, aber fast alle Senatsmitglieder oder im Repräsentantenhaus nicht, aber fast alle Senatoren sind Millionäre. Und dieses Moment hat dann Occupy aufgenommen und auf den Kopf gestellt. Und hat gesagt, wir machen eine Politik für die 99%. Mhm. Und das war natürlich auch eine symbolische Anmaßung, weil man sprach mit Sicherheit nicht für die 99%. Politik ist heterogen und es gibt unterschiedliche Ansichten dann da drin. Und auch, ich würde mal sagen, die obersten 10% sind jetzt vielleicht auch nicht auf der Seite der untersten 90% zwangsläufig. Aber trotzdem hatte das eine unheimlich symbolische Kraft. Und gleichzeitig haben die etwas gemacht, und hier kommt mein Interesse wieder ins Spiel. Die haben das abgelehnt, wofür ich mich immer interessiert habe. Ich habe mich immer dann sehr stark für Gewerkschaften interessiert. Wie können Arbeiterinnen im Betrieb vor Ort für ihre Rechte eintreten? Das kann manchmal was ganz Alltägliches sein, aber kann auch ein Generalstreik sein oder ein langer Lohnkampf. Aber diese Gewerkschaft hat mich mal interessiert. Aber die Leute bei Occupy, die fanden das schrecklich. Die auch die Parteien, das war ja, der ja, keine Parteien, alles, keine linke Parteien abgelehnt. Weil man jetzt sozusagen die Geschichte vom Ende her erzählt, ist natürlich die Tragödie dann da drin. Die wollten mich nichts mit Organisationen zu tun hatten. Das war ihr großer Appeal. Und deshalb war es auch so wild und waren auch viele aber wilde Ideen. Aber da war ich auch ein bisschen gescheitert, nicht? Genau daran ist es gescheitert. Und zwar ganz konkret hat denen jemanden, also nicht nur daran, aber unter anderem, hat denen jemand ein Auto geschenkt, damit sie Material transportieren könnten. Aber wer behält die Schlüssel? Ja, wenn du keine Organisation hast und sagst, wir wollen keinen Verein gründen. Das ist ja eine reale Geschichte. Das war ja. Wir, das war auch in Deutschland so. Die konnten sich nicht darüber einigen, was machen wir mit der Lautsprecheranlage. Und das wird, David Graeber schildert das und sagt dann, ja, wie sollte man denn ein Auto anmelden, wenn du keine Repräsentanten hast, wenn du keine gewählten Delegierten hast? Also Repräsentation kann manchmal problematisch sein. Erfüllt aber auch einen gewissen Zweck. Erfüllt auch einen gewissen Zweck, zum Beispiel Verantwortung. Mhm. Also, und dieses vollständig Hierarchielose ist in dem Moment dann in eine Sackgasse gekommen.
Und das war, ja, das hat mich wahnsinnig interessiert, wie eigentlich sehr viele Menschen davon inspiriert waren. In Frankfurt, wo ich damals gewohnt habe, gab es große Demonstrationen. Es gab auf der ganzen Welt Demonstrationen in London, die sich davon begeistert haben lassen. Aber man sah dann auch schon gleich, zum Beispiel in Deutschland, dass dort auch andere Ideen drin waren. Problematische Ideen. Ja, also zum Beispiel, ich habe dann Vorgespräche mit Aktivisten geführt und sagt mein Aktivist, ja, du musst aufpassen. Es gibt so Leute wie Beatrice von Storch, die versucht ja Einfluss zu bekommen. Das werden jetzt die Schweizerinnen wahrscheinlich nicht kennen. Das ist eine AfD-Politikerin. Genau, ist eine bekannte AfD-Politikerin. Und das sind, ich nenne die immer, das sind Plattformsucher oder Bewegungssucher. Das waren immer Leute, die wollten sich politisch eigentlich rechts profilieren und die haben nach Bewegungen einer gewissen Unordnung gesucht, in die sie hineingehen konnten oder die sie als Plattform nutzen konnten. Und bei Occupy gab es dann auch Silvio Gesell-Einflüsse. Das ist ein antisemitischer Zinstheoretiker, der den Antikapitalismus nur auf die Abschaffung des Zinses, dann auch des jüdischen Zinses dann reduzieren wollte. Und so war in dieser offenen Bewegung waren so viele Ideen gleichzeitig dann da drin, oder auch manchmal so eine Idee von, wir wollen nur zurück zur Natur, die fast die moderne Gesellschaft abgelehnt hat. Das war so dieser Ausgangspunkt. Und da habe ich meine erste Forschung zu gemacht, da haben wir ein größeres Survey mit 1000 Leuten gemacht. Und da habe ich so gemerkt, ah ja, das ist jetzt eine Bewegung, die ist so ein bisschen untypisch. Und wenn du es in der langen Linie siehst, dann waren die Bewegungen der Nachkriegszeit, ich glaube, das gilt für eigentlich alle westeuropäischen Länder, das waren postmaterielle Bewegungen, die sich nicht mehr nur auf Verteilungsfragen bezogen haben, aber es waren auch Bewegungen. Ging es um Selbstverwirklichung, um Autonomie, Lebensstil, Autonomie, Ökologie, genau. Gleichstellung, Frieden auch. Und diese Bewegungen waren aber häufig getragen von jüngeren Leuten, zumindest in den 60er und 70er Jahren, die ein gewisses Bildungsniveau hatten und die im Grunde auch mehr oder weniger zukünftige Eliten stellen würden. Es war eine... Ist danach geschehen, oder? Mit in den 68ern? Ja, das sieht man ja auch bei Avenue Swiss in der Schweiz. Ja. Ne? Also einer der berühmtesten 68er ist ja dann auch sehr, hat eine sehr starke bürgerliche Karriere gemacht. Es gibt auch Leute wie Oli Mäder an der Uni Basel, die sehr stark ihren Ideen treu geblieben sind. Aber im Grunde waren das zukünftige Eliten. Und bei Occupy waren es eben nicht mehr die zukünftigen Eliten, sondern es waren Leute, die eigentlich diese Aspiration, diese Vorstellung hatten, wir haben eine gute Qualifikation, wir tun sehr viel, wir sind engagiert, aber die sind ganz häufig nicht mehr in die guten Jobs gekommen. Also wir Arbeitssoziologen nennen das dann Prekarität. Also Leute, die es sich gar nicht so richtig leisten konnten, zu sagen, ich protestiere jetzt mal so 3 Jahre oder ich mache jetzt mal ein paar Jahre Politik und dann habe ich sowieso keine Sorgen mehr, ich schaffe das schon in dieser Gesellschaft. Sondern die durchaus von einer alltäglichen, auch mitunter existenziellen Unsicherheit geprägt waren. Und wo halt der Job von der Qualifikation sehr stark abgewichen ist. Und da habe ich schon gesehen, oh, hier verändert sich. Das ist das, was du danach mit einer Kränkungserfahrung in diesem Buch wieder anspielst. Also ist das nicht ja, das Gleiche? Das ist noch keine Kränkungserfahrung, aber ich würde sagen, da war schon eine Enttäuschung. Mhm. Und also ich finde das interessant, ich habe so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber da war schon eine Enttäuschung über das Versprechen des modernen Kapitalismus. Das für sie nicht eingelöst wurde. Genau. Und zwar also eine Enttäuschung über das Leistungsversprechen zum Beispiel. Mhm. Nämlich zu sagen, ich engagiere mich, ich investiere in meine Bildung oder zumindest ich gehe zur Universität und darf dann auch anschließend auf einen guten Job hoffen. Man muss natürlich sagen, ist dann auch eher Geisteswissenschaftler oder Sozialwissenschaftler oder, sag ich mal, der breite Bereich von den nicht starken MINT-Fächern. Also sozusagen, wenn man jetzt Informatik studiert hat, hat man in den letzten 30 Jahren eigentlich immer gute Jobchancen. Aber viele Versprechen sind dort dann eben nicht mehr in dieser Form aufgegangen. Und viele Kinder haben dann auch gesehen, gegenüber ihren Eltern verschlechtere ich mich tendenziell. Die Eltern hatten noch sehr starke Handwerkerjobs oder waren im öffentlichen Dienst und die Kinder hatten dann auch die Möglichkeit,
sich selbst zu verwirklichen und haben dann eine Sprache studiert oder auch Architektur. Und das sind ja auch alles Berufe und Ausbildungen, die wir brauchen in der Gesellschaft. Und in der Schweiz muss man ja auch sagen, ist es nochmal ein bisschen anders, weil ja zum Beispiel in der Schweiz eigentlich die Arbeitslosigkeit auch bei den Geistes- und Sozialwissenschaftlern extrem tief ist. Ja, im Vergleich zu Deutschland und anderen Ländern auf jeden Fall. Also wirklich, wirklich extrem tief. Wir können den Soziologinnen in Basel mal nur sagen, ihr habt sehr gute Berufsaussichten, müsst euch keine Sorgen machen. Aber das gilt nicht und galt nicht für alle europäischen Länder und auch nicht für die USA. Und deshalb war da durchaus eben diese Enttäuschung über dieses Versprechen, oder das gerade das Leistungsversprechen. Und das ist ja auch so eine Paradoxie, nennen wir das in dem Buch da drin. Gleichzeitig verlangt die Gesellschaft mehr von uns ab. Sie will Leistung. Leistung ist ganz zentral. Aber Leistung löst sich gar nicht mehr in diesem Sinne ein. War das früher so? Gab es mal diesen meritokratischen Kapitalismus, wo du sagen konntest, wenn ich mich wirklich reinknie, dann kriege ich am Ende Haus, Garten, Auto? Oder ist das eine, verklären wir die 50er, 60er Jahre im Rückblick? Kommt darauf an, über wen wir sprechen. Ja. Wenn wir über die Gastarbeiter sprechen, die dann zum Beispiel in Automobilfabriken gearbeitet haben, für die hat das nicht gegolten. Das war eine, wie Soziologen nennen das dann, mehr oder weniger Unterschichtung. Mhm. Deshalb gab es dann auch zum Beispiel große Streiks bei den Fordwerken in Köln. Aber für die ist, dazu muss man sagen, in den zweiten und dritten Generationen, da ist es schon ein bisschen besser aufgegangen. Aber wenn man in den 50er und 60er Jahren sich das anschaut, dann gab es für die Arbeiterinnenschaft kollektiv einen sozialen Aufstieg. Der berühmte Aufzug, der nach oben fährt. Genau, also der deutsche Soziologe Ulrich Beck hat es den sogenannten Fahrstuhleffekt genannt. Die Metapher ist so ein bisschen schief, weil er sagt, Reich und Arme haben zusammen im Aufzug gestanden und man ist gemeinsam im Aufzug nach oben gestanden. Der Abstand wurde nicht kleiner, aber gemeinsam nach oben. Genau, und das hat auch die sozialen Konflikte entschärft, weil es ja allen besser ging. Es wurde zwar nicht die Klassengesellschaft abgeschafft, aber Arbeiterinnen hatten, aber vor allem Arbeiterfamilien. Es waren ja meistens die Männer, die dann diesen Aufstieg hatten, weil natürlich noch das Geschlechterverhältnis damals noch ganz anders war. In der Arbeiterinnenschaft waren es vor allem dann die Männer, die gearbeitet haben. Die Frauen sollten und mussten teilweise zu Hause bleiben in der Küche und sich um die Kinder kümmern. In Deutschland galt bis 1971 die Hausfrauen-Ehe. Der Mann konnte seine Frau die Arbeit kündigen. Ja, das kennen wir auch. In der Schweiz Gleichberechtigung seit 81 im Gesetz. Ja, also deshalb da ist auf jeden Fall eine Verklärung dafür, wenn man sagt, diese 50er und 60er Jahre, das waren einfach nur Elemente von sozialer Entfaltung, sondern das war mit gleichzeitigen fortbestehenden und auch teilweise sich verschärfenden Diskriminierungen verbunden. Aber für Arbeiterinnen gab es erstmal überhaupt ein Recht auf Urlaub und auch das Geld und die Möglichkeit, in den Urlaub fahren zu können. Häufig nach Rimini, nach Italien. Aber diese Möglichkeit, als Person aus der Arbeiterinnenklasse Mobilität zu haben. Und deshalb bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig bei der Wut auf das Auto. Unter den Klimaaspekten. Ich verstehe das und das ist dann, das Auto ist ein Problem dann da drin, aber für Menschen, die auf dem Dorf aufgewachsen sind, und ich bin die meiste Zeit auf dem Dorf aufgewachsen, oder zumindest in einer Kleinstadt, da war dann gerade in den unteren Verhältnissen, dass das Auto erstmal tatsächlich auch ein Moment der Freiheit auszubrechen zu können, aus den familiären Verhältnissen, aus dieser Enge, wo man teilweise noch mit den Geschwistern nicht nur im gleichen Zimmer, sondern im gleichen Bett schlafen musste. Die Wohnungen waren damals einfach auch viel kleiner. Man hat mit viel mehr Personen in viel kleineren Wohnungen gewohnt. Und in all diesen Bereichen gab es ja diesen Aufstieg. Also Mobilität, Wohnung, Urlaub, Einkommen. Und ich habe mit Berliner Taxifahrern mich unterhalten. Und die haben gesagt, ja, wenn man in den 70er Jahren, das ist jemand so verschrien, ist das Taxifahrergeschäft, dabei ist das eigentlich was Hochreguliertes und eine ganz wichtige Institution im öffentlichen Nahverkehr, zumindest in Deutschland. Haben gesagt, na gut, dann musste man viel fahren, aber man konnte dann mit dem viel fahren im Umland von Berlin
und Sparsamkeit sich ein kleines Haus leisten. Man konnte in der deutschen Provinz auf dem Land als Ungelernter, und es gab damals noch deutlich mehr Ungelernte, in eine Fabrik gehen. Damals waren auch die Tätigkeiten manchmal noch weniger anspruchsvoll. Heute muss man schon wirklich, also als Mechatroniker, eine wirklich komplexe Ausbildung haben. Man kann nicht einfach bei VW einfach sagen, kann ich hier am Band arbeiten, sondern das, also auch das Qualifikationsniveau innerhalb der Arbeiterinnenschaft hat sich nochmal stark verändert. Aber damals konnte man in die Fabrik gehen, ohne was zu können. Und aber durch eine gewisse Sozialkompetenz, man konnte mit den Kollegen gut, man konnte seine Arbeit gut und hat sich reingehängt, dort es zum Vorarbeiter bringen oder zum Gruppenleiter bringen und dadurch dann auch ein Gehalt erzielen, wo man dann eben diesen Aufstieg hatte. Deshalb ja, das ist keine vollständige Illusion gewesen. Und das hat sich natürlich auch sehr stark verfestigt, dieses Element. Wir haben es einmal besser als unsere Eltern, und dieser Erwartungshorizont war da, und der wird nicht immer vollständig enttäuscht, aber ich verwende immer ein anderes Bild und sage, es ist nicht mehr der Fahrstuhl. Auch heute sind Aufstiege möglich noch, aber gleichzeitig ist es jetzt eine, was heißt nicht gleichzeitig, das ist falsch, sondern ich verwende das Bild der nach unten fahrenden Rolltreppe aus dem Kaufhaus. Also wer mal im Manor auf den Rolltreppen gestanden hat, man kann ja mit den Rolltreppen nach oben fahren. Das machen meine Kinder immer, die Rolltreppen, die nach unten kommen, ja, reinrennen. Ich habe es als Kind auch mal gemacht, das ist schön. und das macht auch Spaß, aber wenn man dann oben ist, ist man so ein bisschen außer Puste. Mhm. Und für viele Leute stellt sich jetzt die Gesellschaft dergestalt dar, dass sie den Eindruck haben, sie stehen auf einer nach unten fahrenden Rolltreppe. Sie steigen nicht ab, sondern sie schaffen es auch teilweise nach oben zu kommen. Aber sie müssen immer in Bewegung bleiben. Sie müssen sich immer engagieren. Und das wird ja auch gefordert, Flexibilität. Flexibilität, lebenslanges Lernen, ein erhöhter Einsatz da drin, jetzt bei New Work. Alles nur in Projekten, genau. New Work. Und das hat etwas zu tun mit den Corona-Protesten, sagst du? In the long run, ja. Insofern, weil das moderne Subjekt, das ist jetzt diese Soziologensprache, aber man kann sagen, das moderne Individuum ist auf der einen Seite freier denn je. Ja, wir können mehr Dinge tun, als wir jemals tun konnten. Ja, Geschichte also wenn man sich überlegt... Sexuelle Freiheit, Mobilität. Also als ich klein war, als ich ein Kind war, und das ist, glaube ich, was noch ganz Übliches gewesen in den 70er und 80er Jahren, meine Großeltern hatten so ein kleines Geschäft und meine Eltern haben da mit im Haus gewohnt, und wenn meine Eltern zur Arbeit gegangen sind, dann wurde auf mich aufgepasst. Und das heißt, mehrere Generationen haben in einem Haus aufeinander geachtet. Und das heißt aber, die Gesellschaft war noch relativ stark bezogen auf einen gewissen Radius. Und als ich meinen Eltern gesagt habe, ich möchte gerne mal in England studieren, das hat die verängstigt. Also das fanden sie... Das war richtig weit weg quasi. Ja, das war weit weg. Also während der Schule gab es mal so einen Schüleraustausch, das fanden sie so okay, weil sie dachten, das ist doch total geregelt. Aber als ich dann wirklich während des Studiums weggehen wollte, das fanden sie beängstigend und verängstigend. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass wir eben nicht mehr notwendigerweise in den kleinen Zimmern auf dem Dorf arbeiten, sondern wir arbeiten und leben ganz woanders. Wir sind abhängig plötzlich von anderen Institutionen. Jetzt kommen wieder die Großeltern ins Spiel. Da können nicht mehr die Großeltern auf das kleine Kind aufpassen, während man schaffen geht, sondern man ist abhängig von Institutionen wie zum Beispiel der Kita. Mhm. Wir sind abhängig von einem Gesundheitssystem. Ich fand es in Basel während der Pandemie sehr spannend. Da wurde dann nicht mal so geschätzt. Da gab es ja, sag ich mal, diese Kategorie der vulnerablen Personen. Die verletzlichen Menschen. Und das sind Leute, die bestimmte Krankheiten haben, aber vor allem Leute, die älter sind. Mhm. Und das hat man in Basel auf ein Drittel geschätzt. Ein Drittel der Wohnbevölkerung. Ja. Und das ist auch gar nicht unplausibel. Und das Paradox auch hier drin ist, es ist ein Teil des Erfolgs moderner Gesellschaften, weil man eben wegen bestimmter Krankheiten heutzutage gar nicht mehr stirbt, sondern wir können das mit bestimmten Medikamenten über Jahrzehnte das Leben verlängern. Und das heißt, worauf ich hinaus will, ist,
dass wir einerseits freier sind, nicht nur sexuell, sondern auch in unser Berufsfall. Mein Großvater war Elektriker, mein Vater war noch Elektriker. Das musst du heute nicht mehr. Das muss ich heute nicht mehr. Ich wollte eigentlich Literaturwissenschaft studieren. Dann hat mein Vater gesagt, nee, mach was Anständiges. Und dann war Wirtschaft ging. Ne? Aber ich war dann halt auch der Erste, der richtig studiert, also der ein Studium begonnen hat. Und dieses Element von gleichzeitiger Freisetzung und aber einer Freisetzung, die unter einem unheimlichen Druck geschieht. Also man sieht es jetzt hoffentlich nicht so, aber sozusagen, ich könnte ein paar Funde verlieren. Diejenigen, die es hören, sehen es sowieso nicht. Achso, genau. man sieht es schon einfach. Der Druck auf den Körper, ja. Was ja während der Pandemie enorm war. Viele Leute machen gern Sport, aber sie brauchen auch den Sport. Sie brauchen den Sport, weil der gesellschaftliche Druck zu hoch ist. Das Ventil. Sie brauchen aber auch den Sport, um ihren Körper, um sich selbst zu spüren und dieses Element des Bei-sich-Seins, sich selbst zu verwirklichen, sich authentisch zu fühlen, sich selbst zu definieren. Das gibt's ja auch das Wort, man definiert seine Muskeln. Das ist ganz zentral geworden und das ist ein starkes Element der modernen Individualität. Und dann kommt die Pandemie und nimmt eine Gesellschaft, in der eh alle schon so wahnsinnig unter Spannung sind. Also wir hatten auch vorher schon die Begleiterscheinung der modernen Arbeitsgesellschaft, die viel damit zu tun hatten, was ich jetzt auch geschildert habe. Vorher haben Soziologen davon gesprochen, es ist so viel Druck auf den Menschen im Arbeitsmarkt. Die Zahl der Burnouts nimmt zu. Ja, die Depressionen nimmt zu. Menschen müssen stärker zum Psychiater gehen. Das hat alles was mit dieser jetzt sehr verkürzten, plakativen Art und Weise, mit dieser nach unten fahrenden Rolltreppe zu tun. Das heißt, wir sind in einer sehr stark wettbewerblichen, kompetitiven Gesellschaft. Und jetzt haben wir diese Gesellschaft, die beständig hochtourig fährt und sehr, sehr viele Menschen fahren hochtourig mit. Und es gibt Menschen, die nehmen Drogen, um nicht hochtourig fahren zu müssen. Es gibt Menschen, die gehen ins Fitnesscenter, um mal runterzukommen oder auch immer noch hochtourig weiterfahren zu können. Also nicht alle sind dagegen, sondern einige mögen das auch, weil das ja auch die Gesellschaft uns immer erzählt, dass das das Richtige und dass das gute Leben ist. Und dann kommt die Pandemie und der Lockdown und plötzlich ist alles zu. Und wir haben eine hochbeschleunigte, wir nennen es jetzt spätmoderne Gesellschaft, hier ist ein Soziologenwort, eine hochbeschleunigte Gesellschaft, die im Grunde kollektiv auf die Bremse tritt. Beziehungsweise eigentlich tritt nur der Bundesrat auf die Bremse. Aber der Bundesrat tritt auf die Bremse und wir dürfen unsere Wohnung nicht mehr verlassen. Man darf nicht mehr in die Beiz gehen, man darf nicht mehr zu den Kulturveranstaltungen gehen, man darf nicht mehr ins Fitnesscenter gehen, keine Konzerte, alles, was für diese Menschen, die sehr, sehr hedonistisch sind, wichtig ist, kann nicht mehr stattfinden. Und das haben sie als wahnsinnigen Einschnitt und hier kommt für mich das Wichtige, nicht zu Unrecht, als ihrer alltäglichen Wahlfreiheiten gesehen. Und hier beginnt aber auch der Kränkungsprozess. Und jetzt kommt wieder dieser lange Bogen, bei dem wir vorhin schon mal waren. Und hier besteht auch die Gefahr, dass man es im Nachhinein ein wenig zu stark idealisiert. Aber wenn man sich die alten Arbeiterinnenquartiere anschaut oder das Arbeiterinnenmilieu, das sollte man nicht in allen Hinsichten idealisieren. Da ging es häufig roh, zu schmutzig, teilweise gewalttätig. Da wurde nicht immer nur freundlich palabert. Mhm. Aber es waren Milieus auch der kollektiven Entlastung und auch der kollektiven Schuld- und Schamentlastung. Wenn man arbeitslos wurde, konnte man in diesem Milieus mal sagen, scheiß Chef, scheiß Kapitalismus. Mhm. Man war nicht einfach selber. Genau, man war nicht selbst dafür verantwortlich, ja. Sondern es war eine kollektive Verarbeitung, die in den Vereinen stattfindet, in den Parteien, Gewerkschaften. Du beschreibst das irgendwo, also diese Entlastungskollektive, habe ich mir gemerkt. Ja. Und das ist ja nicht nur bei den Arbeitern, sondern auch, ich war früher Messdiener, katholische Kirche ist auch ein Entlastungskollektiv. Mhm. Ein anderes. Aber natürlich ist das eine Form, wo man erstmal für das Unglück der Gesellschaft, was
häufig individuell erlebt wird, aber nicht immer unbedingt individuelle Ursachen hat, eine Form von Entlastung, Verarbeitung sucht. Und jetzt haben wir eine Gesellschaft, deren Grundmoment ist Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung ist sozusagen im Schweizer Kontext noch ein bisschen was anderes als im deutschen Kontext, muss man sagen. Also in der Schweiz hat der Begriff der Eigenverantwortung noch eine viel stärkere staatsbürgerliche Konnotation. Aber grundsätzlich ist das erstmal Eigenverantwortung im internationalen Kontext ist dieser Begriff sehr stark anders akzentuiert worden, auch gerade mit den Sozialreformen der 90er und Nullerjahre, nämlich zu sagen, es geht hier gar nicht dann darum, dass man das im Sinne der alten Arbeiterschaft kollektiv verarbeitet, sondern du bist selbst deines Glückes Schmied. Wenn du scheiterst, bist du selbstverantwortlich. Du bist auch verantwortlich für deinen Erfolg. Mhm. Wenn du Erfolg hast, wird er dir zugeschrieben. Klappt aber mit der Leistung häufig nicht. Aber gerade im Scheitern liegt die Gefahr. Und das Verarbeiten des Scheiterns oder von Prekarität oder es nicht zu schaffen, trotz großer Anstrengung, führt zu einer starken Verinnerlichung von Scham, zu Schamgefühlen und Schuld. Und das heißt, all diese Sachen werden erstmal nicht mehr kollektiv verarbeitet, sondern individuell verarbeitet. Und jetzt sind wir hier bei dieser Kränkung. Das waren eben Menschen, die jetzt nicht unbedingt Scham und Schuld gespürt haben. Also die Menschen, die jetzt auf die Straße gegangen sind. Die auf die Straße gegangen sind. Aber sie haben es tatsächlich verlernt oder sagen, ihre Sicht auf die Dinge war, auf die Gesellschaft als wirkliches Individuum zu schauen, was nicht mehr in diese Kollektive eingebunden war. In die Kollektive, wo man gemeinsam schimpfen kann. Also deshalb bin ich zum Beispiel auch gar kein Gegner des Stammtisches, der häufig so einen schlechten Ruf hat. Ich finde auch eine Beiz oder ein Stammtisch, wo auch mal geschimpft wird, auch das hat eine Entlastungsfunktion. Weil die Leute sagen vielleicht auch polemisches, unflätiges Zeug, aber am Ende sagt dann einer am Tisch auch so, jetzt ist aber mal gut. Oder der Wirt sagt, du kriegst jetzt kein Glas mehr. Das heißt, dort findet eine Form von sozialer Verarbeitung, aber auch sozialer Kontrolle statt. Und hier haben wir dann eine Gesellschaft, wo die Leute es im Grunde nur noch gewohnt waren, es mit sich selbst auszumachen. Und sie haben immer dieses kleine Schuldmoment, nämlich, was passiert denn dann plötzlich? Und Schammoment, was passiert denn, wenn ich nicht mehr an meinem Körper weiterarbeiten kann? Werde ich dann abgehängt? Also wenn ich quasi alt bin, zum Beispiel. Werde ich abgehängt? Die anderen können zu Hause weiter trainieren, ich nicht. Mein Körper verändert sich. Und dann empfinde ich quasi die Regierungsmaßnahmen als wirklichen Einschnitt in meine Freiheit. Und dann wird die Gesellschaft nicht mehr zur Ermöglicherin dieser Freiheit, sondern das ist der Hinderungsgrund. Mhm. Und da kommt ja noch ein Moment dann hinzu. Wenn du in der Schweiz Sozialhilfebezügler bist oder in Deutschland Hartz-IV-Empfänger, da hast du relativ starke Erfahrungen mit dem Staat. Also in der Schweiz gibt es ja dann auch die Sozialdetektive, aber sagen auch relativ starke Maßnahmen ab einem bestimmten Punkt in Deutschland auch. Und da ist der Staat schon gar nicht so unsichtbar. Aber wenn du zur Mittelschicht, zur Mittelklasse gehörst, da siehst du, und auch gerade wenn du ein Selbstständiger bist, und das haben unsere Daten ja auch gezeigt, also wir haben ein Viertel in Deutschland und Schweiz der Teilnehmerinnen sind Selbstständige, da siehst du den Staat eher als Ermöglicher. Man ärgert sich natürlich über die Steuer, die will man nicht zahlen. Und man ärgert sich natürlich über jedes Knöllchen, was man fürs Falschparken bekommt. Das ist eine Verkehrsbuße für die Schweizer. Aber im Grunde ist der Staat so eine Art Hintergrundinfrastruktur. Es gibt Verkehrsregeln, das ist gut, dass es die gibt, aber man sieht sie gar nicht so stark als Regeln und als Einschränkungen an, sondern das ist so ein Common Sense. Und jetzt kommt der Staat hin und ändert die Regeln aber ganz disruptiv. Und da wird auch gar nicht lange drüber geredet, sondern hat gesagt, unsere Virologen haben gesagt, das müssen wir jetzt machen. Und jetzt werden die Regeln für alle geändert. Und zwar von heute auf morgen. Und das ist natürlich ein Moment, was die Leute wirklich umtreibt. Die fragen erstmal, warum? Haben wir da überhaupt genug drüber nachgedacht? Das ist ja kein falscher Impuls. Nee, das ist ein guter Impuls. Also das ist ja erstmal ein Impuls eines, und so stellen sich ja auch alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, so dar, als kritische Menschen. Aber es bleibt nicht bei dieser Kritik, sondern genau. Nein, du musst trinken. Ich stelle die Frage etwas länger, damit du ein bisschen was trinken kannst. Es bleibt dann nicht bei diesem kritischen Impuls, sondern es kommt dann dieses
autoritäre Moment, also das sind nicht einfach nur in diesem Sinne Liberale, sondern, und es kommt zu dieser Nähe zu Verschwörungstheorien. Wo geschieht dann das? Warum endet es dann nicht in einer, wie soll man dem sagen, in einer offenen Kritik, oder wo kommt dann dieses Kippen, wenn man das so nennen darf? Ja, das ist nicht ganz leicht. Also, es kommt aber immer zu den Kippen, wenn wir zumindest mit diesen libertären, autoritären, wie wir sie nennen, zu tun haben. Also wir haben ja in der Deutschschweiz und in Deutschland über 45 Interviews geführt. Und das waren immer Interviews, die anfingen mit einer ganz rationalen Kritik. Das methodisch interessiert mich da. Kann man dann eine Demo und sagt, hallo, ich bin der Oliver von der Uni, darf ich ein Interview führen, dann machen die das. Ja, nee, das war kompliziert, ja. Weil gerade in der Anfangszeit, weil es ja so wahnsinnig durch die Masken aufgeladen war. Und dann waren wir mit Mitarbeitern, Studierenden auf den Demos. Und auf den Demonstrationen galt es ja, keine Maske zu tragen. Man wollte sich ja nicht nur gegen den Lockdown wehren, sondern auch gegen das Maskentragen. Und das hat natürlich auch viele Elemente, es hat sogar wirklich anthropologische Elemente. Also jetzt die Leute, die nur zuhören, wenn man sich anschaut, warum geben wir uns die Hand? Und warum ist es das Gesicht, das Anlächeln so wichtig? Dass sich die Hand geben hat erstmal historisch etwas mit dem zu tun, damit zeigen wir haben keine Waffe in der Hand. Das Anlächeln hat auch etwas damit zu tun, wir zeigen, damit wir sind friedfertig dann da drin. Und für viele Menschen ist das ganz schwer und unangenehm, keine Emotionen lesen und zeigen zu können. Aber wir haben halt gesagt, naja, das ist jetzt ein ziemlich gefährlicher Virus, zumindest wenn wir den Wissenschaftlern unserer Universitäten, aller anderen Universitäten glauben. Das heißt, wir müssen eine Maske tragen. Dann fällst du schon mal auf in so einer Corona-Demo. Ja, da fällt man nicht nur, da fällt man nicht nur wenig mit auf. Und das heißt, da haben Leute mit uns gesprochen, aber es war harzig und mühsam. Wir haben dann aber es dann geschafft, andere Wege zu finden. Wir haben dann zum Beispiel auch ein Survey aufgestellt und haben sich meistens über Telegram-Gruppen organisiert, dieses Survey dann in Telegram-Gruppen gepostet. Und dadurch haben wir mit über 1000 Leuten zumindest auf dieser Ebene gesprochen. Das ist nicht unbedingt repräsentativ, weil man das methodisch schlecht kontrollieren kann, inwieweit es repräsentativ ist. Die Grundgesamtheit, klar. Also das funktioniert nicht so ganz einfach, aber zumindest über diese 1000 Leute haben wir relativ gute Daten und einige von denen haben uns ihre E-Mail-Adressen hinterlassen und die haben wir dann kontaktiert und wir haben das natürlich auch alles vom Datenschutz sehr sauber behandelt und anonymisiert. Aber wir das ist ja noch lustig, weil die Zertifikate durfte man nicht, das war des Teufels, aber die E-Mail-Adresse haben sie dir gegeben. Also. Ja, klar. Okay, das, aber es gibt ja lauter solche Paradoxien. Ja. Okay, und dann hast du dieses Sample und dann kam dieser libertäre Autoritäre. Ja, und an alle Leute, mit denen wir gesprochen haben, das war ganz interessant, da waren dann auch wirklich viele gebildete Menschen dann dabei. Oder gebildete, aber also Menschen mit einem höheren Bildungstitel, sogar Promovierte von der Universität Basel, die dann sehr viele Argumente gebracht haben, wo sie gesagt haben, das ist doch nicht richtig. Und dann ging es aber los und man merkte schon in diesem Interview, da kommt so ein Drift rein. Weil, also wir haben gar nicht mit den Leuten argumentiert, weil wir waren ja nur Soziologen. Das heißt, wir mussten nur zugehört. Wir haben nur zugehört. Wir haben immer nur gesagt können, das ist ja interessant, können Sie mal. Du beschreibst das im Buch und auch in den Interviews, diesen Drift, du sagst, die steigen sich dann wirklich, man spürt das, wenn sie sprechen, je länger das geht, dann rutscht es in diese Verschwörungskategorien. Ja, so. Und was bei denen dann passiert ist, also für die war dieser Einschnitt so heftig und dass sie gesagt haben, da kann es nicht mit rechten Dingen zugehen. Und sagen, also in dieser Formulierung, da kann es nicht mit rechten Dingen zugehen. Das hat für sie etwas gehabt, also sagen, oder die Maßnahmen des Bundesrates waren für sie so drastisch, dass sie gesagt haben, da muss es einen anderen Plan da geben. Dass, wenn die Gesellschaft vernünftig wäre, so wie ich denke, dann würde man das so nicht machen, weil viele Leute haben gesagt, zum Beispiel, und das finde ich sehr interessant, ich bin ja gesund. Ich bin sportlich, ich nehme Globuli und ich komme mit diesen anthroposophischen Argumenten, Medikamenten gut klar und das ich brauche das gar nicht. Vielleicht brauchten sie es auch gar nicht. Kann das sein. Ja, das kann sein. Ja. Aber was steckt dir dahinter? Der Lockdown und das Maskentragen hat ja vor allen Dingen auch den Zweck, dass die vulnerablen Gruppen nicht angesteckt wurden. Wenn das jetzt ein 25-jähriger Student oder Studentin sagt, für die mag das stimmen.
Aber der Zweck, nämlich eine gesellschaftliche und sozusagen, es war eine erzwungene Solidarität, das hat ja auch Jürgen Habermas gesagt, der berühmte Philosoph, hat gesagt, es ist eine erzwungene Solidarität, aber hier ist der Staat in der Verantwortung, das so durchzuführen. Und dieses Element, dass sie als Individuum zu dieser Solidarität gezwungen wurden, das hat sie wahnsinnig gekränkt. Und dann haben sie angefangen zu recherchieren und haben dann als Laien oder Autodidakten im Internet dann kommt nach Gegenargumenten gesucht. Rabbit Hole. Genau, und da sind sie immer tiefer reingegangen. Und sie haben uns dann von Dutzenden Studien erzählt. Über die Impftoten und... Genau, und sehr vieles waren einfach Fake News oder auch Elemente, die dann nicht dem Stand der Forschung entsprochen haben. Es hat so ein bisschen sozusagen, man kennt es ja aus der Klimaforschung, der klassische Climate Denial ist halt das Element, 99% der Wissenschaftlerinnen sind sich ja einig, aber es gibt eine, die sagt, es könnte anders sein. Und auf den bezieht man dann sich. Und dann gibt es dann bestimmte Koryphäen, in Deutschland war das dann zum Beispiel Bhakti. Diese Bhakti, ja. Ne? Und den haben sie immer herangezogen, aber Bhakti sagt, es ist anders und der ist wichtig. Und sagen, das war so eine Art bestimmte Falsifikation oder bestimmte Verneinung. Und sie haben gesagt, nee, es gibt diese eine Figur, die sagt, es ist anders und deshalb ist alles andere, sind alle anderen, die sich da durchaus angefahren, sind dann in dieser Verschwörung verstrickt. Und wenn du einmal, deshalb haben wir von einem Drift gesprochen, wenn man einmal in diesen Drift hineinkommt, da ist es dann ganz schwer, wieder die Kurve, also aus dieser Kurve rauszukommen, sondern eigentlich haben die sich in der Kurve immer beschleunigt, dann da drin. Und am Ende waren in allen Interviews, so rational sie anfingen, kam dann, dahinter steckt Bill Gates, die WHO soll eine Zwangsimpfung geben, aber auch teilweise QAnon. Also es ist kein Interview ohne Verschwörungstheorien. Und der Widerspruch darin, dass man sagt, ich lehne zwar alle empirische Evidenz, die es gibt, ab, aber meine musst du glauben, das ist überwindbar. Sie haben sich ja als Erwachte betrachtet. Mhm. Deswegen, du hast dann die Wahrheit nicht gesehen. Also wir waren die Schlafschafe, alle anderen. Und wir sind ja auch als, das hat es auch nochmal schwer gemacht. Wir waren ja als Teil der Universität Basel, eine Stadt, wo bekanntermaßen Pharmakonzern. Klar, wir waren geschickt von Novartis dann quasi. Genau, wir waren dann geschickt von Novartis und ich habe dann mal gesagt, ich zeige dir gerne mein Budget. Wenn du das siehst, weißt du, dass da nicht Novartis hintersteckt. Aber dieser Generalverdacht, den die hatten. Und dieser Generalverdacht hat sich immer weiter verhärtet und sie waren die Erwachten und haben dann, und jetzt kommt eine interessante Wendung, weil ich ja vorhin von diesen Kollektiven gesprochen habe. Sie haben sich selbst zu Kollektiven, zu Misstrauensgemeinschaften zusammengefunden. Ich war in Zug auf einem Festival, wo dann über 5G QAnon auf der Bühne gesprochen wurde. Das war wirklich alles zusammen. Ja, das war ein Happening. Das war ein Happening und da wurde Pop- und Rockmusik gespielt, Familien das waren jetzt Normalbürger jetzt nicht, aber sagen, das waren dann keine auffälligen Bürger, sondern das hätte auch einfach ein Popfestival sein können. Aber gleichzeitig wurden dann von der Bühne aus meiner Sicht wirklich hanebüchende Verschwörungstheorien verkündet. Und zwar die ganze Zeit. Das heißt aber, sie haben sich quasi zu diesen Gemeinschaften der Erwachten zusammengeschlossen, die gesagt haben, der Bundesrat und die Covid-Taskforce stecken alle unter einer Decke. Die stecken alle unter einer Decke. Und dann hat sich es auch sehr stark verhärtet und es gab ja auch so eskalatorische Figuren da drin, wie den Niklas Rimoldi, die dann sozusagen, und man muss es auch so sagen, nicht wenige Figuren aus der SVP-Spitze, die dann auch von einer Diktatur gesprochen haben. Und darauf hat man danach verwiesen, da gesagt, seht ihr einige Sehens, auch da oben. Ja. Und ich meine, bei der SVP war natürlich ein ganz interessanter Widerspruch, in der Regierung zu sein und von der Diktatur zu sprechen. Das muss man auch erstmal schaffen. Originell, aber die größte Partei zu sein. Aber das fand ich wirklich auch gefährlich zu der Zeit. Ja, also, weil
Ich glaube, in der Schweiz ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil wenn du aus Deutschland kommst, ist mit dem Begriff der Diktatur das unmittelbare Widerstandsrecht und mehr als der zivile Ungehorsam, also das Recht auf mehr als einfacher nur ziviler Ungehorsam verbunden, sondern sagen Diktatur heißt, da ist die Aufforderung zum realen Widerstand. Es ist ja auch verfassungsmäßig verbrieft in Deutschland, dann darf man ja auch so drauf. Genau. Und das fand ich, ja, nicht nur ganz erstaunlich, sondern das hat mich dann natürlich interessiert, weil diese Bewegung schon etwas damit zu tun hat, und ich komme zu der Problematik dann dahin, dass sie reale Probleme, die hätten thematisiert werden müssen, in einer Art und Weise thematisiert haben, die eben was Autoritäres hatten und voller Verschwörungstheorien waren, die aber im Grunde von anderen... Ich sehe, du mich anschießt. Ja, ich sehe, ich habe schon einen Blick gesehen. Ich habe es im Buch schon, gelesen, aber ich finde das eine sehr wichtige These, dass du da angesprochen hast. Eben, es gibt ja gerade als Linker gute Gründe zu sagen, vielleicht etwas kritisch hinschauen, wenn die Pharma etwas sagt. Vielleicht etwas kritisch hinschauen, wenn der Staat repressiv wird. Du sagst das ja auch, irgendwo hat hier die Linke ihre Herrschaft und Systemkritik vielleicht in einem gewissen Moment oder auch schon länger nicht so wahrgenommen, wie sie sollte. Und das wird jetzt teilweise damit gefüllt. Verstehe ich das richtig? Genau. Also das wäre ein bisschen meine These, dass die Corona-Bewegung und aber auch solche Bewegungen wie Occupy in dieser langen Linie als unordentliche Kritik hineinrückt in eine Lücke, die Linke gelassen und gerissen hat, indem die Linke im Grunde zu konformistisch geworden ist. In Deutschland hat dann zum Beispiel die Linke vor allen Dingen kritisiert, dass der Bundestag zu wenig befragt wurde bei den Corona-Gesetzen. Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende. Kann man sagen, diese Kritik war jetzt nicht falsch, aber es gab ja auch ein paar andere Probleme. Das war nicht auf den Grund. Ja. Und das war so eine Kritik so, ja, ich möchte jetzt als Parlamentarier bitte mehr informiert werden. Das hatte dann aber mit der Lebensrealität und auch gerade mit der Lebensrealität nicht nur von den Menschen, die nicht so etwas wie ein privilegiertes Leben wie ein Basler Professor hatten, wir haben eine Wohnung mit einer Terrasse, wo man dann mal rausgehen konnte, sondern die dann auch in den größeren Mehrfamilienhäusern gewohnt haben, wo man mit mehreren Menschen sich dann nicht so gut aus dem Weg gehen konnte, wo man Arbeit hatte, die mit Präsenz verbunden war, weil bestimmte Arbeiten mussten weiter erledigt werden. Und das waren dann eben die Working Class, die Lade am Laufen. Logistikzentren. Genau, und das musste alles weiterlaufen. Und wie hat man es denn dann gemacht in dem Moment, wo dann plötzlich dann die Schulen oder die Kitas dann geschlossen waren oder schließen mussten, weil es auch viele Corona-Fälle gab oder das Kind dann krank war. Also das waren wirklich viele existenzielle Momente. Und auch, ich sag mal, das gesamte Pandemie-Management war natürlich ja sehr stark auf Sicht ausgerichtet. Viele Fehler gemacht. Und da wurden viele Fehler gemacht. Mhm. Und was ich zum Beispiel sehe, auch im Nachhinein finde ich, man könnte auch jetzt noch mal kritischer zurückschauen und sagen, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Hätte man nicht noch mal besser vorsorgen können? Warum hat man behauptet, die Masken bringen nichts und dann später gesagt, das ist der wichtigste Schutz, den wir haben? Genau, und also erstmal muss man ja sagen, offensichtlich haben die meisten europäischen Staaten, trotz dass man ja schon Pandemiesimulationen hatte, das völlig verschlafen. Keine Masken gehabt, beziehungsweise es gab ein Ablaufdatum. Und dann sagt man den Leuten, ach, ihr braucht keine Masken. Mhm. Und ein paar Monate später sagt man, naja, näht euch doch mal eine. Das stimmt. Und dann sagt man, ihr müsst jetzt aber eine FFP2-Maske tragen. Ja. Und dieses Moment, das wurde gar nicht wirklich, also nicht nur kommunikativ, sondern auch gar nicht selbstkritisch begleitet, dass man sagt, Leute, wir haben ja auch mal einen Fehler gemacht. Und zwar keinen knappen Fehler gemacht. Dafür, die auch durchaus verzeihlich sind, wenn man dazu stehen würde. Weil, ganz genau. Und ich finde, sozusagen diese mangelnde Fehlerkultur, die hat sehr stark auch dazu beigetragen, zumindest aus meiner Sicht, dass Leute gesagt haben, schau dir das doch an. Die
Die erfinden immer was Neues. Sozusagen, jetzt erst sagen sie keine Masken, jetzt sagen sie, jetzt brauchen wir Masken. Und das dreht sich immer weiter. Und das hat für sie das Moment, jetzt kommt sozusagen das Problem von Willkür. Nicht Diktatur, aber es hat einen Moment von Willkür. Und wenn du sagst, das ist willkürlich und die wollen einfach nur ihr Ding durchsetzen, damit produziert man und triggert man dieses Verschwörungsdenken im Grunde. Zum Abschluss vielleicht, wie gefährlich ist das? Diese war das jetzt eine Eruption dieses libertären Autoritarismus, wie du es nennst, und damit auch schon sein Ende? Wir sehen die Bewegung, die organisierten Bewegungen haben massiv Mühe zu überleben aus diesem Corona-Protest. Oder hat sich da einfach in Anführungszeichen per Zufall an der Pandemie etwas manifestiert, was weiterhin da ist? Ja, ich meine, du bist Nationalrat. Ich weiß nicht, ob du im Bundeshaus gewesen bist, als versucht wurde, das Bundeshaus zu stürmen. Nee, ich war nicht da. Ich habe die Bilder gesehen. Ja. In Deutschland war es noch etwas krasser. Nee, in Deutschland war es noch krasser. Letzte Woche hat man in Deutschland, vorletzte Woche, eine Organisation von ehemaligen Querdenkern und Reichsbürgern ausgehoben, die Pläne hatten, sich zu bewaffnen. Und da waren Richterinnen dabei, ehemalige Abgeordnete. Ja. Ich hatte heute Kontakt zu einem Journalisten, der mir jetzt dann berichtet hat über die Reichsbürgerszene der Schweiz und dass sie auch deutlich vitaler sei und dass die Behörden davon jetzt auch schon Kenntnisse hätten und auch in Sorge seien. Ich glaube nicht, dass jeder, der demonstriert hat, dass Leute, oder ich sag's anders, es gab gute Gründe zu demonstrieren. Die legitim sind. Ja. Die legitim sind. Und das Recht auf Demonstration und freie Meinungsäußerung ist für eine Demokratie zentral. Und wir sollten deshalb auch nicht alle Leute, die da demonstriert haben, in irgendeiner Form pathologisieren. Das sind nicht aus Nazis oder so. Ja, und deshalb haben wir auch diese Forschung gemacht, weil wir legen einen sehr kritischen Blick da drauf. Aber mich hat auch gestört, dass, sag ich mal, von einigen Linken, dass die so ein bisschen sich zu einfach gemacht haben und gesagt, alles nur Rechte. Sondern wir versuchen schon, die Widersprüchlichkeit und die Motive erstmal aufzudecken. Also in der Soziologie nennen wir es einfach Max Weber, das mal zu verstehen. Das heißt, verstehen heißt nicht verzeihen, sondern erstmal, welchen Sinn sehen die Leute drin, das zu rekonstruieren. Das versuchen wir. Aber was wir sehen einen Moment von affektueller Aufladung. Das ist wieder so ein soziologischer Begriff, aber sozusagen einem Moment von explosiven Emotionen, die auch eben was mit dieser gesteigerten Individualität und eben nicht mehr verankert sein in Kollektiven zu tun haben. Und diese explosiven Emotionen, die haben sehr viel mit diesem Freiheitsdenken, was sehr stark auf das persönliche Ich bezogen sind, zu tun. Das hat aber auch eine Basis im politischen Mainstream-Diskurs, also diese Radikalisierung ins Ich, wenn man so will. Ja, also sozusagen das sieht man gerade bei den Liberalen, aber auch bei den konservativen Parteien. Und was unsere Sorge ist, also ich glaube nicht, dass wir mal in den nächsten Jahren nochmal so einen Lockdown erleben werden, außer sozusagen jetzt die Lockerung der Maßnahmen in China produziert jetzt tatsächlich nochmal andere Varianten, die das nötig machen sollten, aber ich glaube eigentlich, dass es nicht kommen wird, auch weil man da dazugelernt hat, aber wir müssen damit rechnen, dass es bezüglich des Klimas bestimmte Einschränkungen gibt. Mhm. Zum Beispiel darf man zu jeder Tageszeit waschen. Wie oft darf man fliegen? Also das sind alles Sachen. Die Gefahr einer Rationierung ist absehbar. Ja. Und das sind alles Sachen, die als individuelle Einschränkungen der Freiheit, als gekränkte Freiheiten durchkommen können. Das heißt, diese Bewegung weiter. Und das heißt, Leute, die, also nicht diese Bewegung, sondern ich glaube, diese Bewegung, die geht jetzt ja erstmal auseinander, auch dank des Schweizer Systems. Also ich finde sozusagen gerade mit den Referenten, mit der Direktdemokratie, das hat ein etwas unheimlich Stabilisierendes, gerade für diese Bewegung, weil man sich im Referendum, es gibt sozusagen so einen Peak und danach geht es aber auch wieder runter. Ne? Witzig, haben wir immer auch gemerkt, bei den E-Mails und Beleidigungen haben wir viel erhalten. Das war bis zum Abstimmungssonntag und dann am Montag ist zusammengebrochen. Also wirklich ganz interessant, ganz, ganz interessant und wirklich die große Stärke der Schweizer Demokratie. Aber dass viele Leute, die auf diese Bewegung angesprungen sind und dieses Mindset haben, dass die bei künftigen Klimamaßnahmen
genauso oder ähnlich reagieren, auch mit dieser Kränkung reagieren. Und in Deutschland gab es jetzt schon diese Diskussion, ich weiß nicht, ob es das in der Schweiz auch in dieser Form gab, aber man, es wurde aufgefordert zum Energiesparen. Dann haben dann FDP-Politiker berühmt gesagt, ich dusche noch länger heißer, ich fahre, also sagen, und es gab dann noch so was Trotziges, ich fahre mehr Auto, ich dusche länger. Und was wirklich unvernünftig ist und etwas Trotziges hatte, und deshalb, darüber mache ich mir Sorgen, dass ich darüber etwas so eine gesellschaftliche Strömung der bewussten Nicht-Solidarität. Also sagen, ich, solange ich lebe, ziehe ich es einfach durch. Das halte ich für eine Gefahr. Und die andere Gefahr ist, es gibt eben in diesen Bewegungen durchaus ein Radikalisierungspotenzial, also ein Milieu von Leuten, das mischt sich dann zusammen, das kommt dann zusammen mit Rechtspopulisten, Rechtsextremen und Reichsbürgern, die durchaus Wahnfantasien haben, einen Putsch mit Waffen durchzuführen. Du sagst, das ist jetzt quasi noch eine, etwas euphemistisch gesagt, bunte Mischung, aber das könnte sich auch explosiv zusammenfinden. Oder hat auch schon? Ja, also ich glaube nicht sozusagen, dass diese Reichsbürger so eine Massenbewegung werden. Aber Reichsbürger sind Leute, die Existenz des deutschen oder schweizerischen Staates ablehnen. Genau. Aber das ist ein internationales Phänomen. Also das hat in jedem Land so eine eigene Duftmarke. In den USA sind sie die Sovereign Citizens. Mhm. Das heißt, sie lehnen den Zentralstaat und seine Regulierung massiv ab und sagen, ich bin im Grunde ein autarkes Individuum. Ich brauche und ich will keine Regulierung. Ich ernähre mich von meinem Garten und jeder, der hier reinkommt, übertritt mein Grenzgebiet. Und das sehen wir schon, diesen Individualradikalismus sagen libertären Extremismus. Mhm. Das ist nochmal was anderes als der libertäre Autoritarismus. Weil das Autoritäre, darum ist gar nicht mal gesprochen, ist, die waren in ihrer Kränkung so sauer, dass sie dann wirklich, also zum Beispiel den deutschen Virologen Christian Drosten, ans Kreuz nageln wollten, wirklich Straffantasien haben. Mhm. Es gibt auch diese Straffantasien gegenüber Alain Berset in der Schweiz sehr, sehr, sehr stark, oder gegenüber einfach allen verantwortlichen Politikern. Ich denke mal, du wirst auch die ein oder andere Mail bekommen. Viele Mails, dass es dann einmal ein Weltgericht geben würde, wo wir abgeurteilt werden. Und das ist sozusagen gehängt. Das Autoritäre in dieser Bewegung, wirklich die Straffantasie bei diesem Weltkrieg. Aber der libertäre Extremismus, das sind dann so Form der Reichsbürger, der mischt sich dann, da mischen sich dann Neonazis mit Libertären und sind so in diesem Wahn, dass sie durchaus ein Gewaltpotenzial haben. Ein Gewaltpotenzial lokal vor den Behörden. Es gibt jetzt mittlerweile ein paar Bücher über Reichsbürger, aber was es viel früher gab, waren große Handbücher für Behördenmitarbeiter. Also wie man damit umgeht. Ja, weil die Behörden. Also das hatten wir auch in so einer Feldforschung. Wir haben vorher auch über Leute geforscht, die so zivilgesellschaftlich aktiv wurden, dann aber so AfD-Wähler waren. Und da haben wir auch einige Reichsbürger drunter gehabt. Und dann haben wir auch mal versucht, so vor Ort so ein bisschen Feldforschung mit den Behörden zu sprechen oder einfach mit lokalen Verwaltungen. Ne? Und haben gesagt, haben Sie Erfahrungen mit sowas? Und haben gesagt, ja, wir haben sehr viele Leute, die sagen, wir zahlen jetzt keine GEZ-Gebühren, also die Fernsehgebühren in Deutschland mehr, wir zahlen keine Knöllchen. Und kommen dann aber sozusagen mit einer Rechtsbelehrung an. Und das sind dann keine Anwälte, sondern Leute, die im Internet ein Rechtsgutachten runtergeladen haben. Und sozusagen dann sind sie autodidaktische. Aber im vollen Ernst, das ist dann nicht einfach um schwierig zu tun. Das kommt dann im vollen Ernst, in der Überzeugung, sie haben recht. Im vollen Ernst, um mich. Also ich habe eine Faszination, das ist jetzt falsch, aber also mich interessiert das, mhm. weil eben dieser Ernst und da ist auch ein gewisser Mut dann da drin. Mhm. Also, sich der Behörden Willkür gegenzustellen, ja? Ja, also der gefühlt dort vielleicht gefühlt. Wenn ich einen Polizisten sehe, dann denke ich mal so, oh ja, okay, mach jetzt mal nichts Falsches. Mhm. Aber das sind Leute, die haben gar keine Angst. Die kommen mit wenig Ressourcen zu einer Behörde und sagen, nee, ich mache das nicht. Und das dazu gehört schon eine bestimmte Weltauffassung und Selbstauffassung, weil sie ja wirklich ins Risiko gehen. Also ins Risiko vom finanziellen Ruin, vor auch einer Sanktionierung, teilweise sogar Gefängnis. Und sagen, sie glauben so sehr an ihre Ideen, dass sie eine Strafe in Kauf nehmen für eigentlich, sagen wir mal ehrlich, Fernsehgebühren.
Man kann natürlich sagen, im SRF läuft nur Quatsch, aber okay. Gehe ich ins Gefängnis, um es nicht zahlen zu müssen? Nein. Allerletzte Frage, 1 Million Schweizer Franken Frage, was tut man jetzt dagegen? Hi, ich hätte sie gern, aber ich werde sie nicht bekommen. Ich weiß, du sagst immer, du bist Soziologe, du musst diese Antwort nicht geben, das stimmt. Ja, das stimmt, ich bin jetzt wirklich Soziologe. Und bin auch froh, dass ich nicht in eurer Haut stecke. als politischer Mensch habe ich nochmal weitergehende Vorstellungen. Aber ich glaube, dass so 2, 3 Elemente schon mal helfen könnten als Startpunkt. Das wäre eine ernsthafte Fehlerkultur in der Politik. Also weniger Dinge als Sachzwang darzustellen. Und vielleicht auch die Bürgerin mündiger zu begreifen, was vielleicht auch unangenehme Folgen haben könnte. Aber man hätte natürlich sagen können, jetzt machen wir mal ein Referendum über, das geht natürlich nicht, weil die Demokratie ist langsamer. Ne? Aber jetzt ist es eine sehr starke hypothetische Frage zu sagen. Machen wir eine Maskenpflicht, ja oder nein? Ne? Und dann kann ich das Ergebnis sehr ausfallen in dem Sinne, wie es einem eigentlich nicht gefällt. Aber das heißt, worauf ich hinaus will, ist, dass wir die Bürgerinnen vor reale Alternative stellen und diese Alternativen mit ihren Konsequenzen darstellen. Hat natürlich sozusagen, jetzt sind die Referenten immer dergestalt, dass natürlich sehr viel auch mit politischer Mobilisierung, mit viel Geld im Grunde auch was zu tun haben und auch mit Demobilisierung, weil würde man die gesamte Bevölkerung fragen, sieht das Ergebnis vielleicht mal anders aus. Deshalb ist diese Idee, sagen, mit sehr viel Vorsicht zu betrachten. Aber was ich nur sagen will, ist eine Rhetorik von Sachzwängen, die sagt, das haben jetzt folgende Experten gesagt und deshalb machen wir es, die würde ich eigentlich versuchen zu vermeiden. Und das andere wäre in einer, sagen, eine Fehlerkultur zu haben da drin. Und das dritte wäre schon eine, und das wäre vielleicht auch eine Frage für die SP, tatsächlich eine Gesellschaft der Sorge als Leitbild sich vorzustellen. Also mir geht wirklich diesen 30% der vulnerablen Personen in Basel, das geht mir nicht aus dem Kopf, weil das hat ja nicht nur etwas mit der Corona-Pandemie zu tun, sondern ich bin ein Heißblüter und mir macht der Klimawandel jetzt schon sehr, sehr zu schaffen. Also Basel ist einfach eine wahnsinnig warme Stadt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Hitzephasen länger werden. Was ist eigentlich mit den Leuten, die sich keine Klimaanlage leisten können? Das stresst die Körper unheimlich. Das heißt, gerade die vulnerablen Gruppen, sagen, da wird man über den Klimawandel wahrscheinlich sehr stark eine Erhöhung der Mortalität sehen. Also eine gewisse Übersterblichkeit. Das heißt, wir werden über sehr vielen Ebenen eine Frage davon haben, wie geht man mit einer Gesellschaft, die mit ihren eigenen Erfolgen zu kämpfen hat. Nämlich ihre eigenen Erfolgen, wir sind medizinisch so weit. Wir haben in der Schweiz gibt es ein Gesundheitssystem, das die Leute sehr alt werden lässt. Und das ist ja erstmal ein wirklich gigantischer Fortschritt, aber diese Leute sind in diesem Alter dann auch vulnerabler. Und das andere Element ist, glaube ich, was dazugehört, eine sorgende Gesellschaft. Und das zeigt sich ja auch immer mehr, dass unsere Gesellschaften viel stärker Gesellschaften von Arbeitsteilung sind. Und das ist jetzt sehr soziologisch, aber der französische Soziologe Emile Durkheim hat von einer organischen Solidarität gesprochen. Und diese organische Solidarität hat er daraus hergeleitet, dass Menschen wissen, dass sie voneinander abhängig sind. Und ich glaube, dass dieses Element fehlt, obwohl diese Abhängigkeit, diese Gesellschaftsabhängigkeit noch mal stärker zugenommen hat. Und das sieht man selbst bei den Familien aus der Mittelschicht. Das sieht man in 2 Dimensionen. Je höher du gehst, desto stärker wird das ausgeprägt. Aber wenn nicht mehr der eine Partner, meistens der Mann, arbeitet und die andere den Haushalt macht, sondern beide arbeiten. Wer kümmert sich eigentlich um die Kinder? Wer putzt die Wohnung? Wer kocht das Essen? Das wird halt im Grunde alles arbeitsteilig outgesourced. Das heißt, jede Mittelklassefamilie hat im Grunde eine gewisse Anzahl von
externen Beschäftigten dann da drin. Meistens auch sozusagen mit migrantischem Hintergrund. Also sagen, da gibt es auch eine migrantische Klassendimension. Aber es ist nicht nur das. Also wir sind nicht nur darin abhängig, sondern sehr viele Paare ächzen dann auch darunter, dass beide arbeiten wollen oder müssen, weil sie auch emanzipiert sein wollen. Also diese Vorstellung, dass die Frau keine Karriere macht, nur der Mann, die ist, glaube ich, also die ist vorbei. Erledigt sich, die ist vorbei. Ist auch richtig so. Aber wie macht man das denn, dass man sich ordentlich um die Kinder kümmert, wenn beide 100 Stellenprozente haben? Beziehungsweise, oder wenn Stellen dann erfordern, dass nicht beide einfach nur 60% arbeiten können. Wie kann man dann trotzdem sich wirklich um seine Kinder oder auch um seine Eltern oder um seine Freunde kümmern? Das heißt, Arbeitszeitverkürzung wird ein enormes Moment sein, gerade für Gesellschaften, die generell vulnerabler sind und stärkeren Bedrohungen auseinandergesetzt sind. In der Pandemie haben die Leute so geächtzt, weil sie dann trotzdem noch Schulunterricht zu Hause machen mussten und arbeiten mussten. Wenn wir sagen, bei kommenden Klimakatastrophen, wenn auch bestimmte Nahrungsmittelketten da mal lockerer werden, das sind alles Momente, wo gerade die Arbeitszeitverkürzung der Gesellschaft mehr Stabilität geben würde und auch eine Gesellschaft der wechselseitigen Sorge ermöglichen würde. Ist das jetzt sehr soziologisch und vielleicht auch ein bisschen utopisch, aber das wären so Elemente, wo man vielleicht mal drüber diskutieren kann. Für das, dass du keine detaillierten Anweisungen geben wolltest, war das schon ein sehr großes Programm. Oliver Nachtwey, herzlichen Dank, für dass du dir die Zeit genommen hast, hier hinzukommen und dieses Buch zu diskutieren. Gekränkte Freiheit, nicht nur das Buch, Caroline Amliger und Oliver Nachtwey. Das ist die Spezialsendung «Meier, Wermut ohne Meier» gewesen, dafür mit Nachtwey. Wenn du Lob, Kritik, Wünsche und vor allem Kommentare hast, schreib es jetzt da unten rein. Oder schick uns ein Mail meierwermut@sbschweiz.ch. Danke fürs Zulassen.